von außen betrachtet mag das halt dann wirklich so sein, dass ein Dom vielleicht hart ist und nicht mit sich reden lässt und kompromisslos und egoistisch und alles andere. Und trotzdem bedienen wir Doms die sexuellen Bedürfnisse einer Sub und sind dementsprechend halt auch Diener der Lust der submissiven Fachkraft, um es mal so auszudrücken. Es geht halt letztendlich nur darum, dass die Sub halt immer weiß in so einer Beziehung, dass sie einen Partner hat, den sie als Dominanz anerkennt und der dementsprechend Zugriff auf sie hat, wann er das möchte, wie er das möchte und wo er das möchte und darauf vertraut, dass er es nicht gerade dann tut, wenn die Kinder da sind, wenn die Oma zu Besuch ist oder wenn sie gerade in der Kirche sind oder, oder.